Auf meiner Raiffeisentour 2018 bin ich jetzt hier in Oberfranken in Bamberg angekommen. Neben mir Günther Schuster, Leiter BayWaT Technik hier in Bamberg. Was macht ihr hier alles an dem Standort? Hier in Bamberg haben wir also die Sparten Baustoffe, Energie, Agrar und Technik alle an einem Standort. Und auch noch einen Hafenstandort, also das Tor zu den Massengütern der Kollegen im Agrarbereich wird hier also auch noch genutzt. Haben Sie eigentlich selber auch eine Ausbildung bei der BayWa gemacht? Ja, ich habe die Ochsentour gemacht und habe erste Ausbildung gemacht, dann die Fortbildung und bin seit 42 Jahren beim Unternehmen. Wahnsinn. Ich würde gerne mal mit einer Auszubildenden oder einem Auszubildenden von Ihnen reden. Was Sie sagten eben, irgendwie Mechatroniker, Landmaschinenmechatroniker. Das hört sich spannend an. Hier am Standort Bamberg haben wir auch eine weibliche Auszubildende und die dürfen Sie gerne interviewen. Lea Firnekes, im wievielten Ausbildungsjahr bist du denn? Ich bin im ersten Ausbildungsjahr. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Ausbildung zu machen? Ja, also früher als Kind schon war ich mal bei meinem Onkel auf dem Hof und bin da auch gerne mal mit Schlepper gefahren. Was sind jetzt hier deine Tätigkeiten? Also was hast du bisher heute gemacht? Ich habe mit einem Mähdrescher, ich habe den mit zusammengebaut. Den da? Ja. Also der kommt irgendwie wie bei IKEA im Bausatz und den muss man zusammenbauen? Ja, so ähnlich. Wie lange dauert das da? Ich meine, das ist ja eine Riesenmaschine, ne? Also 1 bis 2 Wochen, würde ich sagen. In 10 Jahren, was denkst du dann, machst du irgendwie? Bist du dann immer noch bei der BayWa? Also ich hoffe es natürlich schon. Vielleicht, in der Werkstatt will ich auf jeden Fall noch weiterhin arbeiten. Und irgendwann vielleicht mal später, dass ich selber Bullocks verkaufen kann. Die Vielschichtigkeit der BayWa in den vielen Ausbildungsberufen und Berufsgruppen, die wir haben, bietet den Menschen natürlich die Möglichkeit, sich hier selbst auch zu verwirklichen, indem auch schon mal möglich ist, dass im Laufe einer Berufskarriere man die Fachrichtung wechselt. Und das ist mit einer der Aspekte, was uns so interessant macht und ja auch so ein bisschen zum Geist von Friedrich Wilhelm Raiffeisen passt. Hier wird sich sehr um einen gekümmert und ja. Es macht auch richtig Spaß, hier zu arbeiten. Neben mir Anke Zimmermann. Sie haben eine lange Geschichte mit der BayWa, ja. Obwohl Sie natürlich sehr, sehr jung sind. Sind Sie sozusagen Urgestein, kann man das sozusagen sagen? Sozusagen, ja. Seitdem ich 15 bin, hier gelernt, Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau in der Buchhaltung. Danach dann auch mal übergewechselt in die Kreditabteilung, ein bisschen Personalabteilung geschnuppert. Gibt es irgendwas, was Sie noch nicht gemacht haben? Nee, aber man durchläuft halt so mit den Jahren dann doch einige Abteilungen. Nach der Ausbildung bin ich dann in dem Bereich Energie, ja. Sie haben auch Familie, Kinder. Ist da ein Job bei der BayWa auch gut mit der Familie zu vereinbaren? Ja, super. Ich habe dann ein Jahr nach der Geburt meiner Tochter ausgesetzt und bin dann wiedergekommen in Teilzeit. Das war kein Problem, da ist die BayWa sehr flexibel, auch von der Arbeitszeitgestaltung und wird auch zum Beispiel unterstützt, was ich sehr sozial finde. Die Kita-Kosten werden zur Hälfte von der BayWa getragen. Das ist einfach auch eine super Unterstützung, wenn man nur Teilzeit arbeitet. Das ist echt klasse, ja. Und das ist heute auch noch so, auch im Sinne des Geistes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der damals ja sagte, alle für einen, einer für alle, ist der Teamgeist heute in der BayWa nach wie vor wird großgeschrieben. Die Digitalisierung, die Hightech-Produkte, die wir haben, angefangen vom Melkroboter, der 24 Stunden am Tag funktionieren muss, bis hin zu den Großmaschinen, die voll digitalisiert sich unterhalten untereinander mit dem Laptop des Landwirts, mit der Dünger-App, mit der Wetterkarte und mit vielen Dingen mehr. Diese modernen Berufe funktionieren nur, wenn es Hand in Hand geht.